der Nordsee in Urlaub und zwar in einem Strandhaus, wie ihr hier im Hintergrund seht. Ich wollte euch ein bisschen das Strandhaus zeigen. Hier haben wir die Terrasse, die zu den Dünen ist. Die ist wirklich wunderschön, weil hier die Sonne aufgeht. Kann man hier wunderbar frühstücken. Die Bank, die ist hier festgemacht, also man kann auch nicht runterfallen, so wie der Tisch auch. Die sind festgeschraubt hier mit dieser Terrasse. Wir haben uns noch Windlichter hier gekauft. Die sind uns und die Stühle, die ihr hier seht, die sind vom Esstisch innen drin. Dann gibt es hier draußen noch ein kleines Wäschereck. Das hängt hier, da könnt ihr dann eure Badesachen aufhängen. Das ist auch ganz praktisch. Dann gehen wir rein. Da haben wir dann hier den Esstisch, da haben wir gerade unsere Laptops stehen. Dann die Stühle, da seht ihr auch, das sind die Stühle von draußen. Dort von den Dünen, die wir rausgestellt haben zum Frühstücken. Und hier haben wir eine Küchenzeile. Ich zeige euch mal gerade ganz kurz die Küchenzeile. Hier haben wir Mülleimer. Das ist die Spülmaschine, die läuft gerade. Einen kleinen Kühlschrank. Der konnte meines Erachtens etwas größer sein, auch wegen den Getränken, weil man muss hier ja alles an den Strand schleppen. Man kann nicht mit dem Auto vorfahren. Dann haben wir hier eine Mikrowelle, einmal Besteck, einmal Pfannen und Töpfe, ein Blick hier rein zu den ganzen Gläsern, was ich hier schade finde. Also die Tassen, wenn man hier das sieht, da ist auch schon Katschen drin, die sehen also nicht mehr so schön aus. Die könnten sie wirklich einmal austauschen. Und hier einmal Teller, Suppenteller etc. Dann gab es hier in der Küche noch ein kleines Überraschungspaket. Einmal für den Hund ein paar Leckerlis und Hundebeute. Dann gab es noch Zuckertee und Kaffee, weil wir haben hier eine Dolce Gusto. Einmal Plätzchen und ich würde sagen, Küchenmaterial ausschütten hier. Oh ja, eine Klopapierrolle, wichtig. Und Küchenmaterial. Das zur Küche. Dann geht es weiter, das kleine Badezimmer. Die Dusche ist echt super, muss ich sagen. Das hat mir echt gut gefallen. Die kann man sogar einstellen, die Düsen oben. Das Wasser ist super schnell warm. Hier hat man auch Rituals-Produkte bekommen. Ich zeig mal hier ein paar. Die sind automatisch mit dabei. Und ja, ansonsten, Klo ist ein bisschen eng, wenn man die Türe zuschiebt da drinnen. Also ich zeige es mal so. Also umziehen oder auf Toilette gehen oder Zähne putzen, das ist schon echt eng. Wir lassen die Türe dann meistens auf. So, dann haben wir hier eine kleine Abstellkammer. Beziehungsweise wir haben hier einfach unser Rucksack etc. hingestellt. Da habt ihr dann das WLAN-Passwort. Ja, Boiler etc. Ja, dann kommen wir jetzt hier zum Wohnzimmer. Ja, Wohnzimmer ist halt einmal hier die Couch, die kann man ausziehen komplett zum Bett. Da ist ein Gestell drunter, was hier schade ist auch. Aber okay, das ist die Abnutzung hier von der Couch. Das ist sehr, sehr schade, dass sie schon so ein bisschen geflattert aussieht. Wir haben hier in der Ecke unsere Koffer hingestellt, weil das die Ecke war, die einfach passte für die Koffer. Und hier haben wir auch nochmal Bettbezüge drauf, damit wenn abends hier einer schläft, der natürlich auch das Bettzeug direkt hat. Einen kleinen Tisch, einen Sandsitzsack. So, zwei Hocker und hier ist dann der riesige Kleiderschrank. Oben im Schlafzimmer werdet ihr gleich sehen, es hat keine Möglichkeit für einen Kleiderschrank. Den habt ihr dann hier unten. Und wenn man dann schön auf der Couch sitzt, kann man das gerade sehen, kann man wunderschön hier rausgucken aufs Meer. Ja, dann gehen wir mal hier raus. Man kann auch, das finde ich ganz gut, hier
diese zweite Türe aufmachen. Hier ist es allerdings sehr windig. Daher lassen wir die meistens zu und haben die Türe auf. Aber auch die Türe, die sind so direkt hintereinander. Also so etwas quer gelegen von den Dünen. Dann machen wir die eine meistens zu wegen dem Durchzug. Dann kommt ihr hier in die Lounge raus. Also die Terrasse mit den Lounge-Möbeln. Wir haben da noch ein bisschen Sitzschutz. Das finde ich auch ganz schön. Und wie man hört, die Wellen rauschen. Und hier sitzen wir oft sehr gerne abends und schauen zu. Die Sonne, die geht dann da unten hinten unter. Ganz toll. Hier habt ihr noch eine Fußmatte. Und hier, besonders wegen dem Sand, und entweder Füße bzw. Schuhe von dem Sand zu befreien. Plus einmal Wasser, bitte. Aber trotz, dass ihr das hier natürlich draußen habt, kommt man nicht. Also wir haben jetzt auch den Hund dabei. Man sieht das vielleicht da besonders. Also man hat überall den Sand drinnen. Das ist echt ein Nachteil, dass man den Sand halt überall hat. Da muss man dann echt sauber machen. Also man hat einen Besen da und auch ein Kehrblech mit einem kleinen Besen. Und wir sind schon 2-3 Mal täglich den Sand am Zusammenfegen. Ja, und dann wieder rausschüffeln. Was ich total gefährlich finde, ach, hier ist noch eine Garderobe, ist allerdings hier diese Treppe. Also ich weiß nicht, ob sowas in Deutschland erlaubt wäre. Die geht fast steil hoch. So, kommen wir zum Schlafzimmer. Da gibt es hier einmal ein Doppelbett. Und auf der anderen Seite ein Hochbett. Und belohnt wird man durch diese Aussicht hier. Simba. Simba. Was natürlich hier oben ist. Hier oben wird es sehr, sehr schnell warm durch diese Glaswände natürlich, wo man den tollen Ausblick hat. Aber ihr habt hier einmal ein Fenster, was man halt bis so weit öffnen kann. Da kommt schon einiges an Luft rein. Plus hier gibt es noch einen Ventilator, den könnt ihr dann hier an die Steckdose anschließen. Plus eine kleine Leuchte. So, bei den Kindern gibt es nur unten im Bett eine kleine Leuchte, die man drehen kann. Oben gibt es eine Steckdose und da ist das Licht vom Flur quasi, was man anmachen kann. Dann geht einmal halt hier oben die Leuchte an, wo man runtergeht. Plus halt da hinten die Leuchte geht an. Dann habt ihr hier noch einen Kinderschutz, weil es ist doch hier sehr, wie man sieht, vom Bett zur Treppe ist nicht viel, dass man es wenigstens zumachen kann über Nacht. Das finde ich schon von der Sicherheit ganz wichtig. Plus ihr könnt natürlich, wenn euch umzieht oder schlafen geht, auch alles komplett zumachen. Und das gleiche auch auf der anderen Seite. Oder damit es nicht so warm hier drin wird. Das natürlich auch. Den Müll könnt ihr ganz einfach, indem ihr die Treppe zum Deich runtergeht und da in die Mülltonne schmeißt. Jeder hat fast hier eine eigene Mülltonne hinterm Haus stehen, was sehr, sehr angenehm ist. So, was auch nicht fehlen darf, ist natürlich ein Glascontainer. Den habt ihr direkt hier vorne stehen. Und was super ist, noch so Buggies. Da bekommt man am Anfang auch einen Schlüssel. Also so ein, wie nennt man die?
Boulderwagen. Den könnt ihr euch dann nehmen, wenn ihr mehr Getränke oder sonst was habt, was ihr rüberbringen müsst. Weil ihr müsst ja über den Strand gehen. Das ist super praktisch. Zu dem Strandhaus gibt es auch einen Campingplatz und auf dem Campingplatz darf man alles kostenfrei nutzen mit. Da gibt es auch zum Beispiel hier ein Freibad, wenn ich das euch zeigen kann. Da. Und da hinten noch ein super Wasserspielplatz. So, ich wollte euch noch etwas zum Ablauf vom Strandhaus erzählen. Wenn ihr ankommt, meldet ihr euch auf dem Campingplatz an der Rezeption. Dort erhaltet ihr eine große Mappe und in der Mappe findet ihr dann alle wichtigen Sachen, wie zum Beispiel, wo euer Parkplatz ist, wo das Strandhaus ist, welche Nummer ihr habt und ihr erhaltet alle Schlüssel. Die Schlüssel sind wie folgt. Einmal der Schlüssel zum Strandhaus selber, einen kleinen Schlüssel, um euren Parkplatz aufzuschließen. Da hängt nämlich eine Kette davor. Und ein Schlüssel, um diese Handkarren zu bedienen. Montags sind wir angekommen und ab 15 Uhr dürft ihr in das Strandhaus rein. Und ab 15 Uhr findet ihr auch auf dem Parkplatz ein Auto vor mit einem riesen Anhänger, der euer Gepäck auflädt. Was ganz praktisch ist, weil die Koffer oder alles, was ihr dabei habt, könnt ihr dann den netten Herren geben. Die tun das alles in den Anhänger rein und die dürfen nur an diesem Tag an den Strand fahren. Und laden das dann vor eurem Strandhaus auch wieder aus, die Koffer. Von 15 bis 17 Uhr ist dieser Service mit dem Transportieren der Koffer von eurem Parkplatz zum Strandhaus. Danach solltet ihr euch, wenn ihr später ankommt, kurz mit der Rezeption telefonieren. Wie das gehandhabt wird, das weiß ich leider nicht. Genau das gleiche ist auch bei der Abfahrt. Ab 10 Uhr bzw. Viertel vor 10 morgens früh stellt ihr eure Koffer einfach auf die Terrasse vorne, wartet wieder, bis der Wagen kommt mit dem Anhänger. Die laden wieder die Koffer auf den Anhänger drauf und bringen die wieder zu eurem Parkplatz zurück und laden die dort aus. Das zum Koffertransport. Wie gesagt, wenn ihr Lebensmittel einkauft während der Woche, während ihr da seid, habt ihr einen Schlüssel für so eine Art Bollerwagen, der vorne anhängt an der Kette. Den dürft ihr dann benutzen, müsst den aber natürlich dann wieder zurückbringen, wenn ihr alles in euer Strandhaus gebracht habt. Das fand ich sehr gut geregelt. Wir haben meistens den Bollerwagen nicht benutzt. Wir hatten einen großen Rucksack dabei und Tüten auch. Das hat gut funktioniert. Das Einzige, was doof war, ist, der Kühlschrank ist etwas klein.
Also die Strandhäuser sind für bis zu 6 Personen ausgelegt. Dafür finde ich dann den Kühlschrank dann doch etwas mickrig. Zu den Strandhäusern selber. Die Strandhäuser sind für 6 Personen ausgelegt, und zwar für 4 Erwachsene und 2 Kinder oder 2 Erwachsene und 4 Kinder. Ihr habt im unteren Bereich, habt ihr vielleicht jetzt in dem Video schon gesehen, eine Schlafcouch, wo 2 Personen drauf schlafen können. Die ist auch echt gut, nur die quietscht. Also bei uns hat sie jedenfalls gequietscht. Oben ist einmal ein Doppelbett und ein Hochbett für die Kinder. Die Bettwäsche und Handtücher sind inklusive. Die findet ihr im Schrank vor. Die braucht ihr nicht mitzuschleppen. Das ist sehr angenehm. Jetzt hatten wir dasjenige, dass einer von uns auch noch unten geschlafen hat, weil wir mit Hund gereist sind. Und da sind wir dann noch mal kurz an die Rezeption gefahren und haben noch mal nach ein paar Bettwäsche gefragt. Das war aber auch alles kein Problem. Haben wir wirklich problemlos direkt an der Rezeption erhalten. Alle Mitarbeiter übrigens super freundlich vor Ort. Das war wirklich klasse. Da ihr Besucher der Strandwelten seid, die sind ja anhängig an dem Campingplatz, wo ihr die Schlüssel abholt, dürft ihr auch alles auf diesem Campingplatz benutzen. Im Video habt ihr gesehen, das ist das kleine Freibad und ein Wasserspielplatz. Und unter anderem erhaltet ihr aber auch in der Mappe, die ihr am Anfang bekommt, ein Blatt mit Animationsprogramm für die Kinder. Und das war echt viel, das hat mich gewundert. Also die machen super viele Animationen für die Kinder, angefangen von so einem Collar Run, wo mit diesen Farbbeuteln geschmissen wird, bis hin zu Zirkusprogrammen. Die hatten ein Zirkuszelt da stehen. Leider, so wie ich das mitbekommen habe, alles viel auf Holländisch, aber es gibt auch viele, die da Deutsch sprechen, dass ich denke, dass das kein Problem ist. Wir haben es nicht genutzt, weil das so schön war am Strand. Wir hatten eine super Woche erwischt. Daher sind wir gar nicht zu diesen Animationsprogrammen zum Campingplatz gegangen. Dazu muss man auch sagen, der Campingplatz ist relativ weit weg von dem Strandbungalow. Das hat uns doch irritiert, weil ich dachte, dass der Campingplatz direkt hinter den Dünen liegt, wo die Strandbungalows sind. Das war aber hier nicht der Fall. Man muss also wirklich gute 5 Minuten noch mit dem Auto fahren. Also zu Fuß kann man da gar nicht hin zu dem Campingplatz. Das ist sehr, sehr schade, da unser Sohn ja 13 ist. Der wäre gerne zwischendurch mal zu den Chill-Lounge-Programmen mal abends. Das war von 20 bis 22 Uhr hätte das stattgefunden. Gerne mal zu Fuß hingegangen, aber weil das so weit weg war, wir sind dann nicht nochmal extra für ihn da hingefahren und haben ihn dann wieder abgeholt. Deswegen hat er das dann auch gar nicht in Anspruch genommen. Wir haben allerdings das Glück gehabt, dass im Nachbarstrandhaus gleichaltrige Kinder waren, sodass sie sich super verstanden haben und deswegen wir das auch gar nicht brauchten. Betreffend Buchen, es ist leider wirklich so, dass die Strandwelten fast 1,5 Jahre im Voraus ausgebucht sind. Also wenn ihr buchen wollt, ihr müsst mal auf die Homepage gehen und ihr könnt euch da auch registrieren, dass ihr eine Info bekommt, wenn das neue Jahr freigeschaltet wird, damit man schnell ist. So war es jedenfalls bei uns der Fall. Wir haben Anfang 2020 gebucht für Mitte 2021. Und ich habe jetzt schon mal nachgeguckt, es ist bis nächstes Jahr im Oktober alles ausgebucht. Also da bekommt ihr leider wirklich gerade gar nichts. Man muss da wirklich ganz weit im Voraus planen, wenn man so ein Strandhaus mieten möchte. Vom Preis her, wir haben jetzt für 4 Personen, ich weiß allerdings nicht, ob das personenabhängig ist oder ob das Strandhaus abhängig. Ich glaube eher, das ist Strandhaus abhängig. Also abhängig. Das Strandhaus kostet oder hat uns jetzt gekostet für die eine Woche montags bis montags 2000 Euro. Also das ist auch eine staatliche Summe, muss ich sagen, weil man hat ja keine Verpflegung dabei, nichts. Das kommt ja noch oben drauf. Und wenn man Pech hat, man ist in Holland, da ist das Wetter ja nicht immer so beständig. Wir hatten jetzt das Glück, wir hatten eine super geniale Sonnenwoche
erwischt. Und genau an dem Montag, als wir gefahren sind, schon sonntags abends fing es ja an zu stürmen. Vielleicht hat der ein oder andere meine Story auf Instagram verfolgt. Das habe ich ja gepostet, wie der Sand auf einmal geweht ist. Die Leute verschwanden vom Strand. Wir konnten das vom Strandhaus super sehen. Und der Strand war wie leergefegt, die Wellen wurden hoch, es kam Wind auf ohne Ende. Man konnte also nicht mehr draußen sitzen. Die Kinder sind aber dann doch noch ins Wasser gegangen, weil die Wellen so schön hoch waren. Und es noch warm war, muss man auch dazu sagen. Und dann sind wir am nächsten Tag, wo es dann nach Hause ging, fing es an zu regnen. Und da habe ich nochmal auf die Wetter-App geguckt. Und siehe da, die ganze Woche ist Regen angesagt. Also für diejenigen, die jetzt nach uns gekommen sind, die haben eine Scheißwoche, Entschuldigung, erwischt. Da ist Wind und Regen angesagt. Es tut mir echt tierisch leid für die. Aber da sieht man mal wieder, da kann man wirklich nichts machen. Dann hat man halt echt Pech gehabt. Und dafür ist das Strandhaus auch echt klein. Also ich glaube, wenn es geregnet hätte, ich hätte mich echt geärgert, weil es innen drin so klein ist. Okay, wir waren jetzt 4 Personen, also 2 Erwachsene, 2 Kinder plus Hund. Es ist sehr eng innen drin und man kann nicht viel machen. Also wenn es dann nur geregnet und gestürmt hätte, ich weiß nicht, was wir dann gemacht hätten. Keine Ahnung. In den Unterlagen, die ihr von der Rezeption bekommt, ist unter anderem auch ein QR-Code mit dabei. Den QR-Code, wenn ihr den scannt, kommt ihr automatisch auf die Bestellseite von den Strandwelten. Das ist ganz klasse gemacht. Da könnt ihr nämlich dann für jeden Tag Brötchen bestellen oder auch ein paar Lebensmittel sind da zur Auswahl. Es sind zum Beispiel nur Butter, eine Fleischsorte, eine Käsesorte, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber zum Beispiel von den Brötchen oder vom Brot war wirklich sehr, sehr viel Auswahl, was man da hatte. Die Kosten von den Brötchen waren auch natürlich höher als normal. Zum Beispiel ein Kaiserbrötchen hat dann 55 Cent gekostet und ein Mehrkornbrötchen, was ein bisschen größer war, hat dann schon 1 Euro gekostet. Aber man konnte das immer einen Tag vorher dann eingeben, was man gerne als Frühstück haben möchte und hat das dann morgens früh um 8 Uhr an die Klinke von hinten, wo die Dünen sind, an der Terrasse, rangehängt bekommen. Das war sehr praktisch, weil man hat dann frisches Frühstück gehabt und ich fand es einfach super. Man brauchte dann nicht nochmal zum Bäcker zu gehen. Vom Strand her war das dann doch viel. Man müsste vom Strand rüber zu den Dünen, sich ins Auto setzen, weil dort, wo ihr seid, es gibt da nichts. Also man kann zu Fuß nichts großartig da an Supermarkt, an Märkten erreichen. Das ist nicht möglich. Das Einzige, was ihr habt oder was schön ist, ihr seid genau in der Mitte von 2 Strandrestaurants. Und alle beide Restaurants haben wir auch getestet, waren sehr gut. Von den Kosten her relativ hoch, aber okay, es ist ein Strandrestaurant. Ihr habt immer Blick gehabt auf den Strand, auf die Sonne. Wir haben da meistens abends gegessen und konnten dann den Sonnenuntergang dort auch noch sehen. Oder haben auch nur mal was da getrunken. Das fanden wir sehr schön. Man ging am Strand längs ungefähr 5 bis... Also das eine Strandrestaurant ist ungefähr 10 Minuten entfernt. Das andere ist direkt vor eurer Nase 5 Minuten entfernt. Also das beide empfehlenswert. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick verschaffen über das Strandhaus von den Strandwelten, wo wir eine Woche Urlaub verbringen durften, jetzt im Sommer 2021. Wenn es euch gefallen hat, liked doch gerne dieses Video und lasst ein Abo da. Es würde mich riesig freuen. Vielen Dank und tschüss!